So, dann sage ich herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filmmuseums zum Auftakt der Reihe Lecture and Film Tropical Underground. Ich freue mich, Sie im Namen des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums als dem Mitveranstalter und Gastgeber der Reihe begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Ines Bayer, ich bin zuständig für die universitären Kooperationen unseres Hauses. Und verspreche Ihnen, dass ich meinen Part sehr kurz halte, des kleinen Reigens an Grußworten, der Sie erwartet, bevor wir zum eigentlichen Teil des Abends sozusagen kommen. Besonders begrüßen möchte ich Vinzenz Hediger, Professor für Filmwissenschaft an der Frankfurter Goethe-Universität, den Initiatoren der Reihe und Referent des heutigen Abends, sowie Rebecca Schmidt, geschäftsführende Direktorin des Exzellenzclusters Die Herausbildung normativer Ordnungen. Natürlich ganz herzlich auch Sie als Publikum, insbesondere die zahlreichen Studierenden unter Ihnen. Ich gehe davon aus, viele von Ihnen kennen dieses Kino schon. Andere, die vielleicht frisch ihr Studium begonnen haben, frisch nach Frankfurt kamen, sind vielleicht zum ersten Mal hier. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, dieses Kino mit seinem filmhistorischen Programm näher kennenzulernen, im Rahmen der Lecture-Reihe, aber natürlich auch darüber hinaus. Ich war heute hier in Frankfurt auf einer Konferenz, die sich der Zusammenarbeit widmete zwischen Forschungseinrichtungen und Kulturinstitutionen. Und es war nicht zu übersehen, ein Treffen der Konferenzteilnehmer findet gerade auch in den Räumen über uns statt. Das ist ein ganz ungeplanter, aber sehr einleuchtender Zusammenhang, also eine räumliche wie inhaltliche Korrelation zwischen diesem Konferenzthema Zusammenarbeiten und dem, was wir hier heute machen. Denn wir verstehen diese Reihe Lecture and Film als Paradebeispiel einer sinnstiftenden und sehr erfolgreichen Kooperation zwischen Universität und Museum, zwischen Forschung oder Lehre und Wissenschaft und Kultur oder Kino und Hörsaal. Und es findet bereits zum sechsten Mal diese Kombination von wissenschaftlichen Vorträgen und Filmvorführungen hier bei uns im Kino statt, in Kooperation mit der Frankfurter Goethe-Universität. Wir sind sozusagen auf dem Weg ins 11. und 12. Semester, also lange über die reguläre Regelstudienzeit hinaus. Große Namen standen bisher im Mittelpunkt der Reihe. Angefangen hat es mit Jean-Luc Godard vor, wie Vinzenz Hediger gerade sagte, auf den Tag genau 5 Jahren. Es gab Lectureien zu Andy Warhol, Agnes Varda, Pier Paolo Pasolini und Ernst Lubitsch. Und nun also der wirklich schöne, verheißungsvolle, leicht rätselhafte und auch sinnliche Titel Tropical Underground. Wir freuen uns sehr darauf. Das vorausgeschickt will ich, das gehört auch zu einem solchen Abend dazu und ist sehr wichtig, auch einen Dank aussprechen. Zunächst an dich, Vinzenz, und an deine Kolleginnen und Kollegen von der Frankfurter Goethe-Universität für die wirklich wunderbare Kooperation. Nicht nur im Rahmen dieser Lecture-Reihe, sondern auch darüber hinaus. Wir haben noch ein weiteres Flaggschiff unserer Kooperation, den Masterstudiengang Filmkultur. Ein großer Dank auch an das Exzellenzcluster, das es durch seine großzügige Förderung möglich macht, dass wir diese Veranstaltungen bei freiem Eintritt anbieten können. Also in dem Sinne spreche ich sicher auch im Namen des Plenums mit diesem Dank. Es gibt weitere Förderer der Reihe, die Stadt Frankfurt am Main, den Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main, die Dr. Marschner Stiftung, die Hessische Film- und Medienakademie und die Vereinigung der Freunde und Förderer der Goethe-Universität. Und nicht zuletzt möchte ich meiner Kollegin Laura Tegera danken, die seitens des Filmmuseums für unsere Kinoabteilung diese Reihe organisiert und betreut, eben seitens des Filmmuseums mit großem Einsatz, und vielen Dank dafür. Ihnen wünsche ich allen viel Vergnügen, sozusagen sowohl intellektuelles Vergnügen als auch sinnliches und emotionales, sowohl heute als auch in den Veranstaltungen über die nächsten 2 Semester hinweg. Frau Schmidt, ich darf Sie nach vorne bitten. Ja, vielen Dank, Frau Bayer, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste des heutigen Abends und vor allem liebe Projektpartner, Frau Bayer für das Filmmuseum, Frau Tegera für die kuratorische Zusammenarbeit und natürlich insbesondere, das wird jetzt jeder von Ihnen, von den 17 Rednern, die nach mir noch kommen,
Nein, mein Scherz. Er wird Ihnen sagen, dass Vinzenz Hediger natürlich der Kern und Inspirator des Projekts ist. Und wir sind sehr froh, dass wir von ihm vor 3 Jahren gefragt wurden, ob wir nicht eine solche Kooperation eingehen möchten und in der Tat mal was mit Film machen wollen. Und Sie haben es gerade von Frau Bayer gehört, welche unterschiedlichen Themen über die Jahre und auch mit uns jetzt in den letzten 2 Jahren schon behandelt worden sind. Und das ist natürlich wahnsinnig interessant, nicht nur von den verschiedenen Themen, die dahinter stehen und vor allem auch von den Projektpartnern, die hier zusammenkommen, sondern natürlich insbesondere auch für einen Forschungsverbund etwas anderes zu machen als das, was wir den ganzen Tag machen. Was machen wir den ganzen Tag? Geisteswissenschaftler, Sie lesen es ja wahrscheinlich auch immer in der Presse, vielleicht auch in den aktuellen Diskussionen. Geisteswissenschaftler sitzen eigentlich im Büro und forschen, denken oder lesen, können sich in der Bibliothek treffen. Das ist aber nur eines unserer Teile. Unser Forschungsverbund, die Herausbildung normativer Ordnungen, macht das Tagesgeschäft seit 10 Jahren im Bereich der Herausbildung von Ordnungsvorstellungen in den unterschiedlichsten Ebenen des täglichen, aber auch des historischen, des Lebens. Das heißt, es geht um die Frage, wie sich Ordnungen zusammenfinden, wie sie sich, das ist unsere Spezialität. Wenn Sie da mal mehr erfahren, würden wir Sie gerne zu einer wissenschaftlichen Konferenz einladen. Das sind Sie herzlich jederzeit willkommen, über die Art und Weise, wie sich Ordnungsvorstellungen und diejenigen, die an ihnen teilnehmen, gegenseitig auseinandersetzen, ihre eigenen Vorstellungen rechtfertigen und diese auch vielleicht im Konfliktfall nach außen vertreten. Und diese Themen gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen und Disziplinen. Deswegen ein Forschungsverbund wie der unsere, der nicht nur zum heutigen Abend passend das Thema der Ethnologie oder die ethnologische Disziplin. Da gibt es auch sehr, sehr interessante Veranstaltungen. Gerade die ein Teil unseres Gesamtprojektes ist ja die Kantorowitsch Lecture, auf die ich Sie jetzt bereits schon hinweisen und Sie ganz herzlich einladen möchte. Sie werden den ganzen Zusammenhang gleich von Vinzenz Hediger erläutert bekommen. Das ist eine der Disziplinen und der Themen. Gleichzeitig sind wir natürlich auch sehr froh, dass Filmwissenschaftler wie Herr Hediger teils, also die Idee des Forschungsverbundes, was ich am Anfang sagen wollte, ist nicht nur im Verborgenen zu forschen, sondern diese Forschungen und die Diskussion in die Öffentlichkeit zu tragen und mit ihnen zu teilen und einen Diskurs anzuregen. Das ist aus unserer Sicht mehr als, auch wenn wir uns sehr freuen, Ihnen ermöglichen zu können, dass Sie hier eingeladen sind. Das ist der Beitrag, der für uns wichtig ist, in einem solchen Zusammenhang den Diskurs anzuregen und sich daran zu beteiligen. Und zu diesen verschiedenen Untersuchungsgegenständen gehört eben die Frage der Offenheit. Wir sind offen für die unterschiedlichsten Themen. Und in diesem Projekt, ich weiß nicht, ob Sie kriegen wahrscheinlich anhand des Projektplanes das gleich erläutert, in diesem Projekt gibt es so viele Ansätze, die gerade für einen interdisziplinären Forschungsverbund wahnsinnig interessant sind und mit denen wir gerne mit Ihnen in den Diskurs kommen können. Ob man über das Kino als solches spricht, über den Untergrund, über die Revolution. Ich könnte jedes Wort aus dem Titel nehmen, aber das überlasse ich Vinzenz Hediger. Insofern freuen wir uns, Sie insbesondere, was diese Reihe betrifft, die wir gemeinsam mit unseren Projektpartnern jetzt beginnen dürfen, zu sehr vielen weiteren Veranstaltungen bis in den Juni nächsten Jahres willkommen zu heißen und Sie zu 1, 2 weiteren Veranstaltungen an der Universität zum Diskurs bei uns oder dann auch bei einem anderen Projektpartner im weiteren Diskurs im Mosonturm willkommen zu heißen. Wir freuen uns sehr, inhaltlich in diesen Diskurs mit Ihnen und mit dir, lieber Vinzenz, einzutreten. Vielen Dank und wir sind sehr gespannt. Genau, herzlich willkommen. Boa noite, sejam bem-vindos. Auch von meiner Seite vielen Dank an alle, die heute gekommen sind für diese Eröffnung der Reihe Lecture and Film Tropical Underground. Es ist für mich eine besondere Freude, hier heute bei dieser Eröffnung dabei zu sein. Mein Name ist Laura Teixeira, ich arbeite seit letztes Jahr hier im Deutsches Filmmuseum in der Kinoabteilung und werde diese Reihe auch mitbetreuen, zusammen mit Urs Spröri, der normalerweise diese Reihe betreut und heute leider nicht da sein könnte. Aber er wird auch gelegentlich auch bei den nächsten Sitzungen auch da sein. Vielen Dank, Ines Bayer und Herr Becker-Schmidt, für die tolle Wörter. Und ich
Aber die Freude, hier heute Vinzenz Rediger vorstellen zu dürfen, das ist natürlich einerseits, viele von Ihnen kennen Herr Rediger schon, er war schon hier, wie schon gesagt, bei den anderen Reihe und ist ein Stammgast bei unserer Veranstaltung hier im Filmmuseum. Und wir freuen uns sehr, dass diese Kooperation so in verschiedenen Formen und besonders in dieser Lecture-Reihe so stattfindet. Ich werde es wirklich, wirklich kurz halten und ich wollte nur ein paar Eckdaten von Lebenslauf, Karriere von Herrn Rediger hier nennen, für die, die vielleicht ihn noch nicht kennen. Er hat zunächst in Zürich studiert und dort auch promoviert. Ich mache es wirklich schnell. Und dann, noch eine wichtige Stelle in Bochum in der Ruhr-Universität, wo er seine Professur hatte. Und er ist seit 2011 in Frankfurt in der Professur für Filmwissenschaft. Und hat seitdem auch andere Stellen, gerade im Sommersemester war er Senior Fellow am Internationalen Kolleg für Kultur, Technik, Forschung, Medienphilosophie an der Bauhaus-Universität Weimar. Habe ich das alles richtig? Ja. Yes. Okay. Genau, und wir freuen uns sehr, dass Herr Rediger wieder in Frankfurt ist, jetzt nach einem kurzen Aufenthalt anderswo. Und wir freuen uns auch sehr auf diese Lecture heute über Marco Naima von Joaquim Pedro de Andrade und diese Einführung in das Projekt Tropical Underground. Noch ein paar Worte zum Ablauf von heutiger Abend. Wie üblich, wir haben jetzt zunächst den Vortrag, dann haben wir eine kurze Pause und dann geht's los mit dem Film. So, wir rechnen, ja, Filter nach 9 oder vielleicht ein bisschen später, es kommt drauf an, wie das heute noch läuft. Aber nach dem Film gibt es noch ein Gespräch, so ich freue mich, wenn viele von Ihnen noch bleiben und noch genug Kraft haben für dieses Gespräch. Ich glaube, es wird sehr spannend nach alles, was wir heute hören und sehen werden. Noch vielleicht ein letzter Punkt. Wir haben heute eine sehr interessante Chance, diesen Film Marco Naima auf 35mm zeigen zu dürfen. Das ist auch keine neue, restaurierte Kopie. So, wir werden sehen, es ist ein bisschen, die Farben sind vielleicht nicht so kräftig, aber das werden wir auch so mitnehmen. Ich glaube, das ist nichts, was uns unsere Vergnügen heute Abend beschädigt wird. Aber ich wollte nur vorhin weisen, dass auf einer Seite freuen wir uns sehr, also eine Filmkopie zeigen zu dürfen, aber natürlich hat es so die Geschichte dieser Kopie sehen wir auch in der Vorführung vielleicht mit der Zeit. Ich wünsche alle viel Vergnügen, zunächst mit dem Vortrag und danach mit Marco Naima von Joaquim Pedro de Andrade. Vielen Dank. So, heute Nachmittag hat Lloyd Blankenfein, der CEO von Goldman Sachs, auf Twitter folgende Nachricht abgesetzt. Just left Frankfurt. Great meetings. Great weather. Really enjoyed it. Good, because I'll be spending a lot more time there. Hashtag Brexit. Manche Leute brauchen den Brexit, um herauszufinden, wie toll es hier ist. Wir wissen das schon lange. Und ich dachte, das wäre eine angemessene Einführung für den heutigen Abend, weil eines der Themen, um das es in Tropical Underground gehen wird, ist Globalisierung. Und ist die Frage, wie die Kultur auf Globalisierung reagiert und welche künstlerischen Strategien es geben kann, um, wenn man so will, der Globalisierung, einen Prozess, der manchmal Sinnkrisen heraufbeschwört, dann doch wieder Sinn abzugewinnen. Sie wollen einen Film sehen und müssen jetzt doch noch eine kurze Einführung sich anhören, die vor allem den Film von Joaquim Pedro de Andrade betrifft, Marco Naima, den ich kurz situieren möchte. Und ich möchte in meinen einführenden Anmerkungen kurz erläutern, weshalb wir diesen Film ausgewählt haben für dieses Projekt. Das Projekt läuft unter dem Titel eines Campus-Projekts, was heißt, dass wir dieses Mal nicht wie sonst üblich in diesem Format eine
ich sage es nur, eine Lecture- und Filmreihe machen, sondern wir machen eine Lecture- und Filmreihe, die Fortsetzungen, Ergänzungen an anderen Orten am Museumsufer und in der Stadt findet. Ein weiteres wichtiges Element von Tropical Underground und alle Informationen, die Sie brauchen, können Sie diesem Flyer entnehmen, der draußen aufliegt und in dem alle Daten für die nächsten 10 Monate enthalten sind. Ein weiteres wichtiges Element wird eine Ausstellung der Fotografien des bedeutenden Ethnologen Eduardo Viveros de Castro sein, die am 17. November im Museum, im Weltkulturmuseum, also gleich über die Straße, eröffnet wird. Eduardo Viveros de Castro wird aus diesem Anlass eben auch die Kantorowicz Lecture an der Uni halten, die Rebecca Schmidt bereits erwähnt hat, die Kantorowicz Lecture in Political Language. Dort wird Eduardo Viveros de Castro einen Vortrag halten, bei dem er den ontologischen Ausnahmestatus der Denkfigur des Menschen angreift. Also man kann sich auf Kontroversen gefasst machen. Und es wird Veranstaltungselemente im Musonturm geben und auch noch einen Abend mit Super 8 Filmen des mittlerweile kanonisch gewordenen, weltberühmt gewordenen, früher nicht so bekannten Künstlers Elio Ojisika im Kunstpavillon Saus Fee wird es im nächsten Juni geben. Es gibt Fäden, die all diese Elemente miteinander verbindet. Man kann zum Beispiel von Eduardo Viveros de Castro ausgehen, der einer der, sagen wir mal, 3, 4 einflussreichsten Ethnologen der Gegenwart ist, auch ein bedeutender Theoretiker, Philosoph, einer der legitimen Erben von Claude Lévi-Strauss, vielleicht zusammen mit seinem französischen Kollegen Philippe Descola, mit dem er das Forschungsgebiet Amazonas teilt und gewisse Schlussfolgerungen, die er aus seinen Forschungen zieht. Darauf werde ich heute ein klein wenig schon eingehen. Viveros de Castro war immer auch Fotograf und hat, und das verknüpft an die Elemente, als Standfotograf gearbeitet für den Filmregisseur Ivan Cardoso. Er hat Fotos gemacht von Werken von Elio Ojisika, mit Elio Ojisika zusammengearbeitet. Also gibt es ein Netzwerk von Verbindungen zwischen Kino und Ethnologie und Anthropologie, dass es uns eben sinnvoll erscheinen ließ, da gewissermaßen den Angriffspunkt für ein Nachdenken über das Verhältnis von Film, Kunst und anthropologischem Wissen oder da den Ansatzpunkt zu machen und eben eine Veranstaltung zu entwickeln, in der wir gewissen zentralen Fragen über die nächsten 2 Semester hinweg an verschiedenen Orten der Stadt nachgehen. Was ich jetzt Ihnen kurz vortragen werde, ist ein Versuch der Rechtfertigung dafür, dass wir Ihnen jetzt 10 Monate lang Filme zumuten, von denen die allermeisten noch nie was gehört haben. Das ist eine bewusste Entscheidung. Wir gehen an einen Punkt in der Kinogeschichte, der es unserer Ansicht nach lohnt, oder bei dem es sich lohnt, eine verstärkte Aufmerksamkeit dahin zu lenken, weil da was wirklich Wichtiges passiert. Auch im Hinblick darauf, was im Moment an Globalisierungsprozessen stattfindet. Die kann man da gewissermaßen in Nutze als Laboratorium studieren und daraus auch Rückschlüsse ziehen. Und zugleich ist es eben ein Abenteuer, das wir mit Ihnen gemeinsam und wir glauben, dass das eben in Frankfurt geht. Wir werden es Lloyd Blankenfein dann noch erklären, dass einer der Standortvorteile von Frankfurt das Publikum in dieser Stadt ist. Das ist ein Publikum, mit dem man solche Abenteuer in Angriff nehmen kann. Und deswegen getrauen wir uns das und freuen uns, das auch mit Ihnen gemeinsam zu machen. Ich sehe, dass meine Batterie leer geht. Ich muss kurz meinen Computer anstecken. So, jetzt aber zu Makunaíma. Makunaíma ist der Antiheld des Urwalds, ein Held ohne Charakter, wie sein Erfinder Mario de Andrade ihn nennt, ein Mann ohne Eigenschaften, wenn man so will, aus dem Amazonasgebiet.
Sein Name ist ein Oxymoron. Er enthält die Wurzeln Maku schlecht und Uma groß. Makunaima ist also zugleich böse, verworfen und stark und gut. Eine Figur, die alle Eigenschaften annehmen und sich scheinbar mühelos wandeln und seiner Umgebung anpassen kann. Und der im Übrigen auch bald schwarz, bald weiß ist, wie Sie im Film gleich sehen werden. Eine wandelnde Subversion der Identitätspolitik, ein Selig des brasilianischen Urwaldes und der brasilianischen Großstadt zugleich. Oder, wie man es auch sagen könnte, literaturhistorisch gerahmt, ein wandelnder Angriff auf das Charaktermodell der realistischen Literatur, inkohärent, eigenschaftslos, von zweifelhafter Moral, vital verspielt. Ausgedacht, das ist das Titelbild der deutschen Ausgabe. Ausgedacht hat ihn sich der Musikwissenschaftler, Ethnologe und Dichter Mario de Andrade, der selbst ein Grenzgänger war. Erschienen ist das Buch übrigens 1928. Das Porträt, das Sie hier sehen von Lazar Segal, stammt aus dem Jahr 1927. Mario de Andrade, der selbst ein Grenzgänger war, wie das hier sich im Porträt auch andeutet, zugleich europäischer, afrikanischer und indianischer Abstammung, wie sein Held in unterschiedlichen Inkarnationen und Metamorphosen unterwegs und damit auch ein Vertreter dessen, was der berühmte Soziologe Gilberto Freire in seinem Buch Casa Grande e Senzala von 1933 vielleicht etwas zu optimistisch als die Demokratie der Rassen in Brasilien bezeichnete. Tief im Urwald wurde Makunaima geboren, Held unseres Volksstamms, lautet der erste Satz des Romans. Pechschwarz und als Sohn der Nachtangst sei er geboren worden. Und weiter heißt es, schon in der Kindheit tat Makunaima Dinge zum Staunen. 6 Jahre lang sprach er nicht und wenn man ihn zum Sprechen anhielt, rief er, ach, diese Faulheit. Das bleibt sein Motto durch den ganzen Roman, ach, diese Faulheit. Es ist ein Wortspiel darin und wenn man so will, ein weiteres Oxymoron. Negocio kann man, heißt einerseits Geschäft, Beschäftigung, also was Lloyd Plankenfight so macht. Und zugleich kann man das aber auch zerlegen in Neg, Verneinung, und Osio, Muße. Und das Geschäft ist in diesem Sinne die Verneinung der Muße und das, die Muße, das, was sich gewissermaßen aus der Negation des Geschäfts herausschält. Zu den Quellen von de Andrades Roman gehört ein bedeutendes ethnologisches Werk seiner Zeit, von Roraima zum Orinoco, Ergebnisse einer Reise in Nordbrasilien und Venezuela in den Jahren 1911 bis 13, veröffentlicht von dem deutschen Ethnologen Theodor Koch-Grünberg im Jahr 1923. Von Koch-Grünberg bezieht de Andrade seinen anthropologischen Stoff, aus der Musik im Übrigen die Form, in der sich die Geschichte denkt. Er nennt seinen Roman eine Rhapsodie. Dass Makunaima nicht so bekannt ist wie James Joyce oder Marcel Proust, so der Filmwissenschaftler und Kulturtheoretiker Robert Stamm, ein Spezialist für brasilianische Kultur, dass eben Makunaima nicht so bekannt ist wie Joyce oder Proust, ist dem Zufall seines Entstehungsortes und der Sprache geschuldet, in der das Buch geschrieben wurde. Nicht weniger erfindungsreich und semantisch vielschichtig als diese Meilensteine des Modernismus des 20. Jahrhunderts sei de Andrades Buch. Und dem ist an sich nichts hinzuzufügen. Es ist hier allerdings an diesem Abend nicht meine Absicht, einen Beitrag zur Kanonisierung eines in der Weltliteratur noch nicht hinreichend gewürdigten Textes zu leisten. Das können Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturkritikerinnen besser. Eine warme Lektüre-Empfehlung für die, natürlich für das Original oder aber die schöne Übersetzung von Kurt Meyer-Claesson, die im Surkamp-Verlag greifbar ist, will ich doch nicht unterlassen. Mein Interesse ist heute allerdings ein anderes. Es hat nach dem Erscheinen des Romans knapp mehr als 40 Jahre gedauert, bis er verfilmt wurde von einem anderen de Andrade, Joaquim Pedro de Andrade, der allerdings mit Mario weder verwandt noch verschwägert ist. Es kommt bald noch ein dritter de Andrade und nach allem, was ich weiß, ist de Andrade nicht der Name Müller Brasiliens. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Feld drei de Andrades gibt, die nicht miteinander verwandt sind und so eng miteinander zu tun haben, ist ja schon mal ziemlich interessant und wirft spannende Fragen nach Verwandtschaftsverhältnissen, Blutsverwandtschaft und anderen Verwandtschaftsverhältnissen auf. Makunaima von Joaquim Pedro de Andrade ist von 1969
Der Film, den Sie heute Abend sehen werden, ist ein karnevaleskes Spektakel, in dem der legendäre Komiker und Sänger Grande Otello den Schwarzen und Paolo José den Weißen Macunaíma spielt. Also Macunaíma ist der Shapeshifter par excellence, der eben auch die Rassengrenzen, was auch immer eine Rasse sein soll. Anständige Biologen werden Ihnen sagen, dass es keine Rassen gibt, aber alle anderen scheinen noch daran zu glauben. Aber der eben auch diese Grenze überschreiten kann. Der Film war im Übrigen, das sei auch gesagt, in Brasilien ein Hit. Der größte Hit überhaupt des Cinema Novo, der brasilianischen neuen Welle der 60er Jahre, zu deren wichtigsten Exponenten Joaquim Pedro de Andrade gehört. Man kann darüber spekulieren, weshalb es, denn das Buch ist ein kanonischer Text der brasilianischen Literatur. Man kann darüber spekulieren, weshalb es 40 Jahre gedauert hat, bis es verfilmt wurde. Robert Stamm, noch einmal er, hat in den 90er Jahren mal spekuliert, dass sich die atemberaubenden Metamorphosen, die der Held im Buch vollzieht, mit avancierter Tricktechnik eigentlich viel einfacher darstellen ließen. Und wie viel mehr muss das heute gelten? Also wenn Sie das Buch lesen oder kennen und sich an den Text erinnern, dann wird Ihnen gleich klar werden, dass das alles mit avancierter CGI-Technik zu machen natürlich ganz großartig wäre. Also mit den Möglichkeiten des digitalen Morphing ließe sich aus Macunaíma, also etwas wie Avatar für Erwachsene oder so, machen. Man kann sich aber auch fragen, also das ist gewiss mal das filmtechnische Kontrafaktum, weshalb das Buch nicht früher verfilmt wurde. Man kann sich aber umgekehrt auch fragen, weshalb der Film gerade in diesem Moment, Ende der 60er Jahre schließlich verfilmt wurde. In diesem Moment meint Ende der 60er Jahre, als die Militärdiktatur, die 1965 die Macht an sich gerissen hatte, sein repressives Regime verschärfte und die linke Opposition vollends an den Rand drängte, offene Kritik gefährlich werden ließ. Es ist aber auch ein Moment, in dem Künstlerinnen und Künstler in unterschiedlichen Feldern sich der also Musik, Kunst, Kino, Literatur, sich der brasilianischen Avantgarde der 1920er Jahre entsannen und deren Ideen wieder aufgriffen und für ihre eigene Arbeit fruchtbar machten. Man könnte zum Beispiel sagen, dass es gerade die Verknüpfung von ethnologischem Wissen, basierend eben auf Koch Grünbergs Buch, und avantgardistischer literarischer Form war, die Mario de Andrade's Macunaíma der Künstlerinnengeneration der späten 1960er Jahre so einleuchtend erscheinen ließ. Seine, de Andrade's, Erschaffung einer eigenen brasilianischen Moderne, die den Avantgarden der europäischen Metropolen an Erfindungskraft in nichts nachstand und doch buchstäblich eine indigene Substanz hatte. Dieser Vermutung möchte ich im Folgenden weiter nachgehen und dabei insbesondere die Denkfigur der Die Denkfigur der Anthropophagie weiterverfolgen, der Menschenfresserei, die in der europäischen Literatur spätestens bei Montaigne auftaucht, in Brasilien im 20. Jahrhundert aber eben zu einer programmatischen, konzeptuellen Leitfigur der Avantgarde wird. Dafür muss ich zunächst beim dritten de Andrade ansetzen, nämlich bei Oswald de Andrade, einem weiteren Dichter und einer der Schlüsselfiguren des brasilianischen Geisteslebens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1928, im selben Jahr, in dem auch Macunaíma erschien, veröffentlichte Oswald de Andrade sein Anthropophages Manifest, sein Manifest der Menschenfresserei, das im Übrigen in diesem Jahr in einer hervorragenden deutschen Übersetzung von Oliver Precht erschienen ist, der zu Tropical Underground auch zwei Beiträge leisten wird, unter anderem einen Literaturabend im Musonturm am 13. Juni unter dem schönen Titel Verschlingungen, Einführungen in den brasilianischen Hunger. Manifeste gehören zum Betrieb der Avantgarde des 20. Jahrhunderts bekanntlich dazu. Programmatische Schriften, die regulative Prinzipien der Kunstproduktion formulieren und damit einen Neubeginn der Kunst einläuten wollen. Vielleicht das bekannteste ist das Futuristische Manifest von Filippo Tommaso Marinetti, erstmals publiziert 1909 in der Pariser Tageszeitung Le Figaro.
Marinetti plädiert dabei für eine Kunst im maschinellen Rhythmus seiner Zeit. Zitat: Wir werden die großen Menschenmengen besingen, die die Arbeit, das Vergnügen und der Aufruhr erregt. Besingen werden wir die vielfarbige, vielstimmige Flut der Revolutionen in den modernen Hauptstädten. Besingen werden wir die nächtliche, vibrierende Glut der Arsenale und Werften, die von grellen elektrischen Monden erleuchtet werden. Das ist die positive Vision, eine Kunst, die der technischen Zivilisation und dem Großstadtleben gerecht wird. Ein gutes Manifest entwirft aber nicht nur eine Kunst der Zukunft und eine positive Vision. Ein gutes Manifest hat auch Feinde. Und die Feinde benennt Filippo Tommaso Marinetti hier in diesem schönen, denkwürdigen Zitat, das anfängt mit diesem kürzesten Satz: Museen, Friedhöfe. Und dann eben der Satz: Schon zu lange ist Italien ein Markt von Trödlern. Der Marinetti ist ein italienischer Künstler. Schon zu lange ist Italien ein Markt von Trödlern. Wir wollen es von den unzähligen Museen befreien, die es wie zahllose Friedhöfe über und über bedecken. Also befreit Italien von der Last seiner Museen, ist gewissermaßen die kürzeste Formel des futuristischen Manifests. Sein Vorschlag war: Verscherbelt die Uffizien in die USA, dafür kaufen wir uns eine schöne Kriegsmarine. Hat sich nicht durchgesetzt, oder sagen wir, das Finanzierungsmodell war ein anderes. Marinettis Manifest, das ist auch wichtig bei diesen Manifesten, richtet sich an Italien. Es ist eine Interpellation an die Nation oder vielmehr an das Kollektivsubjekt einer Kultur, das durch diese Interpellation in gewisser Weise überhaupt erst hervorgebracht werden soll. Eine erneuerte Nation, die eben gereinigt ist von diesem ganzen kunsthistorischen Tand und eben genuin modern ist und sich als moderne Gesellschaft versteht. So funktionieren Manifeste. Positive Vision, Feinde, Interpellation. Durchaus analog dazu richten sich Oswald de Andrade's Manifeste, die Andrade's Manifeste, das berühmte Anthropophage, ebenso wie das bereits 1924 publizierte Manifest der Bau-Brasil-Dichtung, der brasilianischen Holzdichtung oder Urwalddichtung, an ein Uns und ein Wir, das durch die Ansprache in gewisser Weise überhaupt erst hervorgebracht werden soll, ein Kollektivsubjekt Brasilien als einer modernen Nation, als eines Kulturzusammenhangs sui generis, der, wenn man so will, durch diese Interpellation überhaupt erst entsteht. War der Feind von, Marinetti die Tradition und die erdrückende Last der italienischen Kunstgeschichte, so hat Oswald di Andrade einen anderen Feind. Gegen die Importeure des Konservenbewusstseins, lautet eine Losung aus dem Anthropophagen-Manifest. Die Last der europäischen Tradition ist auch hier der Feind, aber es ist eine andere Last, eben die des importierten Konservenbewusstseins, des Bewusstseins, das von der mit Händen zu greifenden Existenz, das ist ein Zitat, des Lebens getrennt ist und dieser nicht beikommt. Aber di Andrade weist das importierte Konservenbewusstsein aus den europäischen Metropolen nicht einfach zurück. Er stellt ihm etwas entgegen. Wir wollen, so schreibt er, die karibische Revolution, größer als die französische Revolution, die Vereinigung aller Revolten, die den Menschen dienen. Ohne uns hätte Europa nichts als eine armselige Erklärung der Menschenrechte. Das ist meine Ansage. Was aber ist diese karibische Revolution und wer genau ist dieses Wir, das di Andrade aufruft? Der allererste Absatz des Anthropophagen-Manifests lautet: Nur die Anthropophagie vereint uns, sozial, ökonomisch, politisch, philosophisch. Und ein Absatz weiter folgt ein berühmt gewordener Satz, eine Paraphrase von Shakespeare: To be or not to be, that is the question. Die Tupi waren zu Beginn der europäischen Kolonialzeit die am stärksten vertretene Ethnie in Brasilien. Sie bevölkerten vorab die Atlantikküste und waren die Bewohner Brasiliens, mit denen die europäischen Kolonisten zuerst in Kontakt kamen.
Sie beflügelten die europäische Einbildungskraft vor allem mit Erzählungen über ihre Kriegslust, über ihre Nacktheit und sexuelle Freizügigkeit, sowie vor allem mit Geschichten über ihren Kannibalismus. Das hier ist eine Illustration ein Stich aus dem Jahr 1562 zu einem Buch, das 1557 hier um die Ecke in Marburg publiziert wurde, ein Reisebericht des deutschen Brasilienfahrers Hans Stalden, der eben in Tupi-Gefangenschaft geriet, und sind alles die klassischen Topoi der Abenteuerliteratur, einen Häuptling heilen konnte und deswegen nicht gekocht wurde und dann aber mit ansehen musste, wie viele Portugiesen gekocht und gegessen wurden, jedenfalls berichtet er das, und dann von einem französischen Kapitän schließlich befreit und nach Europa zurückgebracht wurde, wo er eben diese Schrift auf Drängen eines Kollegen aus Marburg zu Papier brachte, die dann auch eben gedruckt wurde und eine unglaubliche Wirkung entfaltet hat. Es ist nach wie vor auch einer der wichtigsten Texte der Erforschung des Kolonialismus in Brasilien. Auf die Begegnung der Europäer mit den Tupi geht der Grundtopos der Fantasie des Kannibalismus zurück, die eben diese Abenteuer romanartigen Szenarien des Verspeisens von Feinden. To be or not to be, that is the question, heißt nun bei Oswald de Andrade nicht. Wir müssen nun endlich genau herausfinden, wie das war mit den Tupi und ihrem Kannibalismus. Es heißt vielmehr, dass die Brasilianer, diese Brasilianer, die er anspricht und durch die Ansprache in gewisser Weise erst hervorbringen will, dass die Brasilianer sich vor eine Entscheidung gestellt sehen, die sich an dieser Urszene der Kolonialgeschichte, der Begegnung von Kolonisatoren mit Kannibalen, festmachen lässt. Sollen wir nun weiterhin fernab unserer Herkunftsgebiete verlorene Europäer sein, oder wollen wir nicht doch lieber uns den Indigenen gleichmachen, denjenigen also, welche die Europäer auffressen und sich einverleiben? Für den Kolonisatoren gilt, dass der Fremde das andere ist, eine Projektionsfläche auch, auf die er seine eigenen Wünsche und Begehrlichkeiten projizieren mag. Deswegen auch diese ganzen erotischen Fantasien, nicht? Die haben all den Sex, den wir nicht kriegen. Und da kann man dann drüber Bücher schreiben und sagen, bei denen ist das so, bei uns natürlich nicht. Das ist die Sicht der Kolonisatoren. Für den Tupi, der sich Tupi und nicht not Tupi zu sein entschieden hat, gilt ein anderes Gesetz, das Gesetz der Anthropophagie, wie es die Andrade nennt. Dieses lautet, mich interessiert nur das, was mir nicht eigen ist und ich also mir einverleiben und verschlingen kann. Anthropophagie in diesem Sinne bedeutet also, sich das ganz andere, das nicht eigene, durch Einverleibung eigen zu machen. Anthropophagie kann sich so, und so ist es gemeint bei die Andrade, eben auch als kulturelle Strategie verstehen lassen, als generatives Prinzip eines anderen, neuen, kritischen Bewusstseins des eigenen und des Nicht-Eigenen. Entschuldigung. Der Topos der Anthropophagie in diesem Sinne ist dabei, wie schon skizziert, in der europäischen Tradition nicht neu. In einem Essay mit dem Titel »Die Cannibal«, der natürlich unter dem Eindruck von Hans Stalden von Montaigne 1595 erstmals publiziert wurde, setzt sich Montaigne bereits mit dieser Begegnung der europäischen Kolonisten mit den Wilden Lateinamerikas im heutigen Brasilien auseinander. Dabei argumentiert Montaigne im Übrigen, in gewisser Weise die Andrade schon antizipieren, dass die Kannibalen im Grunde zivilisierter seien als ihre europäische Widerpartie, weil sie Menschenfleisch eben nur zu sich nehmen, weil sie die Stärke des Feindes absorbieren wollten. Die Europäer hingegen folterten und töteten im Namen ihrer Religion, die sie als eine Religion der Liebe ausgeben würden. Diese Denkfigur des Kannibalismus zieht sich durch die europäische Literatur etwa bis zu Alfred Jarry, dem Symbolisten, der 1902 einen Essay über Anthropophagie veröffentlichte und im Almanach des Père Ubu, den Almanach des Père Ubu an Kannibalen aus Leidenschaft adressierte. Und auch die Dadaisten kokettierten immer wieder mit der Figur des Kannibalen. In Brasilien allerdings und vor allem ausgehend von Oswald de Andrade und seinem Manifest,
geht von der Denkfigur der Menschenfresserei mehr als nur ein Frisson, ein wohliger Schauer aus. Sie etabliert sich eben in den 20er Jahren und weit darüber hinaus als eine kulturelle Chiffre für eine Operation der Indigenisierung, die immer schon utopisch und kritisch zugleich ist. Utopisch ist die Anthropophagie, weil die indigenen Gesellschaften, denen sie unterstellt oder auch zu Recht zugeschrieben wird, utopisch ist die Anthropophagie, weil sie indigenen Gesellschaften zugeschrieben wird, die ein Modell für eine Lebensform des entspannten Genießens, eben des negierten Negocio, des bloßen Ocio bieten. Ein Schlagwort der 1968er, das vom Exil-Frankfurter Herbert Marcuse geprägt wurde, lautet Entsublimierung. Nicht? Also der Kapitalismus ist nur möglich durch eine Sublimierung der sexuellen Triebe. Und wenn man den Kapitalismus aussetzen will, gilt es, die freie Liebe zu praktizieren oder jedenfalls eine Entsublimierung herbeizuführen, damit die gebundene, im kapitalistischen System blockierte erotische Energie fürs Leben wieder zur Verfügung gestellt wird. Und genau diesen Gedanken findet man ohne freudianische Terminologie in gewisser Weise auch schon bei D'Andrade und seiner Darstellung des indigenen Lebens. Also das ist ein positiver Gegenentwurf inklusive der Praxis der Anthropophagie zur modernen Zivilisation. Zugleich ist die Figur der Anthropophagie damit auch kritisch zu lesen, weil sie eine enthüllende Metapher für den schrankenlosen Sozialdarwinismus eines entfesselten Modernisierungsprozesses und eben eines wilden Kapitalismus ist und so gelesen werden kann. Anthropophagie ist also nicht nur eine Sache der vermeintlich Wilden im Urlaub, im Urwald, sie ist auch eine Technik, ja, die Wilden machen auch Urlaub, kann auch sagen, Makuna, Sie werden es gleich sehen. Das war keine ganz sinnlose Versprechung. Anthropophagie ist also nicht nur eine Sache der vermeintlich Wilden im Urlaub, sie ist auch eine Technik der Wilden in der Großstadt. Im Herzen jeder Utopie, so D'Andrade, gibt es nicht nur einen Traum, sondern auch einen Protest oder eben eine Revolte. Und im Übrigen, wenn Sie dann die Fotoausstellung von Eduardo Viveros de Castro sehen sollten, die am 17. November, es sei noch einmal gesagt, eröffnet wird, die werden Sie feststellen, erstens, die läuft unter dem Titel Variationen des wilden Körpers und zweitens werden Sie feststellen, dass die Aufnahmen aus brasilianischen Großstädten und aus dem Amazonasgebiet sich in etwa die Waage halten. Das ist genau dieses Argument, wo eben der Bereich des Wilden und der Bereich des Urbanen nicht so getrennt wird, wie wir das in unserem Wissenssystem normalerweise machen würden, sondern eine Reflexion über den Körper als wilden Körper eben in Gang gebracht wird, ganz unabhängig vom, wenn man so will, Standort oder Lebensort. Was ist aber nun mit der Vereinigung aller Revolten dieser karibischen Revolution, die Oswald D'Andrade beschwört? Wie steht es um diese karibische Revolution in den 1960er Jahren und was hat die karibische Revolution mit Macunaíma zu tun? Dafür muss ich als nächstes einen kleinen Umweg über die Karibik machen, über Trinidad, um genauer zu sein. Die Karibik hat mittlerweile zwei Literatur-Nobelpreisträger und zwei der einflussreichsten Intellektuellen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hervorgebracht. Derek Walcott aus St. Lucia, der bereits 1992 den Nobelpreis erhielt, und V.S. Naipaul, der aus Trinidad gebürtige, mittlerweile naturalisierte Brite, der 2001 ausgezeichnet wurde. Bei den Intellektuellen denke ich an Aimé Césaire, den Dichter und Philosophen aus Martinique, der zu den schärfsten Kritikern des Kolonialismus gehörte und zu den Vordenkern des Antikolonialismus und der postkolonialen Theorie. Und natürlich Stuart Hall, den aus Jamaika gebürtigen Begründer der Cultural Studies und vielleicht der hellsichtigste Analytiker der westlichen Medien- und Populärkultur der letzten Jahrzehnte. Und dann haben wir von Bob Marley noch gar nicht gesprochen.
Am Anfang all dieses Ruhms stand aber, zumindest bei V.S. Naipaul, ein Gefühl und eine Erfahrung der Abgeschiedenheit, des Abgehängtseins vom kulturellen Zentrum, das Bewusstsein einer kulturellen Randexistenz, das über das übliche Unbehagen an der Provinz, wie man es von Intellektuellen vom europäischen Festland kennt, noch deutlich hinausgeht. Eines der ersten Bücher von Naipaul aus dem Jahr 1962 ist das hier, ein Reisebericht mit dem geschichtsschweren Titel «The Middle Passage», was natürlich eine Bezugnahme auf die Hauptroute der Sklavenschifferei ist und die Hauptroute der Sklavenschiffe, mit denen europäische Menschenhändler afrikanische Sklaven nach Mittel- und Nordamerika brachten zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert. Auf Einladung von Eric Williams, dem ersten Premierminister des unabhängigen Trinidad, bereiste Naipaul, der da geboren war, zu Beginn der 1960er Jahre, 10 Jahre nach seiner Auswanderung nach England, die Karibik. Das erste Kapitel des Buches behandelt Trinidad und umfasst unter anderem, und da wird es für uns interessant, besonders interessant, eine detaillierte Beschreibung der kulturellen Topografie der Hauptstadt Port of Spain, Naipauls Heimatstadt. Besonders interessiert sich Naipaul fürs Kino. Er beschreibt für die Zeit der Kolonialherrschaft und die Jahre danach einen dreigeteilten Markt. Französische, italienische oder russische Filme werden erst gar nicht gezeigt. Für die europäische Oberschicht gibt es britische Filme. Daneben gibt es einen Markt für indische Filme, die regelmäßig gezeigt werden, aber nur die Migranten indischer Herkunft anziehen. Und die allermeisten Filme, die gezeigt werden, das gilt auch noch für die 1960er Jahre, sind vor allem amerikanische Genrefilme und zwar durchaus auch alte amerikanische Genrefilme. Nearly all the films shown, apart from those in the first run cinemas, are American and old. Dieselben Filme, Gangsterfilme aus den 30er und 40er Jahren, Abenteuer-Serials aus den 40er und 50er Jahren, dieselben Filme werden immer wieder gezeigt, geworben wird für sie, unter anderem, indem man auf dem Plakat die Länge der Kampfszene angibt. Nicht? Also hier gibt es eine Schlägerei, die dauert 7 Minuten. Naipaul, der in Oxford studiert hatte und sich in den 50er Jahren in Windeseile ins literarische Establishment des kolonialen Mutterlandes geschrieben hatte, erkennt darin eine Formel für die Flurschäden, die der Kolonialismus hinterlässt. Again and again, one comes back to the main degrading fact of colonial society. It never required efficiency, it never required quality, and these things, because unrequired, became undesirable. Das ist das Gefühl, das hat, wenn in Port-au-Prince die immer wieder dieselben alten amerikanischen Filme anschaut. Und für ihn ist eben dieses Wiederanschauen alter, abgehangener Filme ein perfektes Sinnbild für die mentale und wirtschaftliche und kulturelle Stagnation des Kolonialismus. Naipaul beschreibt aber, so könnte man sagen, und deswegen bringe ich das hier ins Spiel, auch eine Ausgangssituation dessen, was man ausgehend von Diane Raj als die karibische Revolution der Kunst in den 1960er Jahren beschreiben könnte oder nennen könnte. Die Geschichte einer auf Endlosschlaufe gestellten importierten Populärkultur, das Konservenbewusstsein der europäischen und amerikanischen Bewusstseinsindustrie, wird zur Kontrastfolie, von der man sich absetzen kann und zugleich auch zum Material, das man sich einverleiben und zu etwas Neuem verarbeiten kann. Verlassen wir Trinidad. Nicht alle Gebiete südlich der USA mussten Dauerwiederholungen klassischer amerikanischer Filme sich gefallen lassen. Für Brasilien hatte sich Hollywood lange nicht interessiert. Dies änderte, also lange bis zu Beginn der 30er Jahre. Dies änderte sich im Zuge, das ist auffällig deswegen, weil Hollywood seit den 10er Jahren sehr aggressiv überall auf der Welt Märkte zu erschließen versucht hat, in Südamerika durchaus auch, in den Großstädten, aber keine Anstrengungen unternommen hat, um da irgendwie sich auf die kulturellen Sensibilitäten des Zielmarktes einzustellen. Das ändert sich eben in den 1930er Jahren im Zuge der sogenannten Good Neighbor Policy der Roosevelt-Administration. Besorgt darüber, dass Länder wie Argentinien und Brasilien, in denen viele Einwanderer aus Spanien, Italien und Deutschland leben, in die Einflusssphäre der faschistischen europäischen Staaten geraten könnte, lancierte die amerikanische Regierung eine Politik der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit und Integration des amerikanischen Kontinents im Zeichen eben guter Nachbarschaft, der Good Neighbor Policy.
Mit auf dieser Linie agierte auch die Hollywood-Industrie, die in diesem Falle sich auch ganz klar und nachweislich von der Regierung einspannen und instrumentalisieren ließ. Natürlich auch darum, weil sie wussten, dass es um teilweise hochrentable Kinomärkte wie Buenos Aires und Rio de Janeiro und Sao Paulo ging, die man eben nicht den Deutschen oder den Italienern abgeben wollte. Was Hollywood tat, um dieser Politik oder zu dieser Politik beizutragen, war unter anderem, dass man südamerikanische Sänger und Schauspieler zu Stars aufbaute. Der bekannteste Fall ist Carmen Miranda, die in Brasilien immer noch sehr bekannt ist und unter Liebhabern des amerikanischen Filmmusicals auch sehr bekannt ist. In Amerika bekannt als The Lady with the Tutti Frutti Hat, also die Dame, die immer den Tutti Frutti Hut trägt. Eine in Lissabon geborene und in Brasilien in durchaus hablichen Verhältnissen groß gewordene Sängerin, Tänzerin, wichtige Samba-Künstlerin, die, wie Gaetano Veloso mal schön formuliert hat, in Amerika sich durchsetzte, weil sie technisch perfekt war. Die Amerikaner lieben technische Perfektion. Und Carmen Miranda hat eben brasilianisches Liedgut und brasilianischen Tanz auf eine Art und Weise auf die Leinwand bringen können, wo man zunächst mal über die schiere technische Virtuosität staunen konnte. Das ist Teil dieser Good Neighbor Policy. Aber auch Disney leistete seinen Beitrag. Und zwar, indem man Donald Duck, den brasilianischen Freund Zé Carioca oder José Carioca, zur Seite stellte. Einen, wie Sie schon dem Kleidungsstil ablesen können, durchaus weltgewandten Papagei aus Rio de Janeiro, der eben dann in Cartoons der 40er Jahre Abenteuer gemeinsam mit Donald bestritt. Seinen ersten Auftritt hatte Zé Carioca in einem kurzen Film, der durchaus eine Verwandtschaft mit Mario de Andrade's Macunaíma aufweist. Der heißt Aquarela do Brasil. Den Soundtrack werden Sie gleich erkennen. Und der Film versteht sich einerseits als Feier des Zaubers der Animation. Mit wenigen Pinselstrichen entsteht auf einer weißen Leinwand das ganze Brasilien. Darüber hinaus aber könnte man auch sagen, und deswegen möchte ich Ihnen ein paar Minuten aus dem Clip zeigen, zwei, drei, und dann sind wir auch schon gleich durch, ist er mit Neandrads Roman verwandt, insofern er das kosmologische Prinzip der morphologischen Plastizität, des beliebigen Gestaltwandels, der möglichen Verwandlung von fast allem in alles, zum Prinzip der Gestaltung erhebt. Und jetzt schauen wir uns da kurz. Also Pflanzen werden Tiere, Tiere werden Pflanzen. Von einer strikten Trennung von sowas wie Natur und Kultur, nicht? Also am Anfang fängt das auch an mit einer Stadtlandschaft, die sich dann wandelt in einen Urwald. Von einer strikten Trennung von Natur, Kultur, Tier, Mensch, durchaus auch schwarz und weiß, ist in diesem Film herzlich wenig zu sehen. Und wie Sie auch gleich sehen werden, ist das ähnlich wie in Macunaíma. Man könnte sagen, dass gleichsam unter der Hand sich hier in einem Disney-Film eine Ontologie, eine Lehre des Seins und eine Kosmologie, eine Lehre der Verfasstheit der Welt einschleichen, die mehr mit den Lebenswelten und Wissenssystemen des Amazonas zu tun hat, als mit dem westlich-wissenschaftlichen Weltbild des Naturalismus. Man könnte auch sagen, wenn Sie verstehen wollten, wofür Eduardo Viveiros de Castro bekannt ist, nämlich für seine Lehre des oder seine Theorie des Perspektivismus, die unter anderem besagt, dass die Kosmologie der Amazonasbewohner sich eben nicht zurückführen lässt oder übersetzen lässt in eine westliche Kosmologie, die von einer Trennung von Natur und Kultur ausgeht. Wenn Sie verstehen wollen, was die Pointe dieser Theorie ausmacht, die dann in der Ausfaltung am Material natürlich unendlich kompliziert wird, können Sie einen schlechteren Einstiegsort wählen als diesen Disney-Film, der in eben eine solche Ontologie der morphologischen Plastizität uns vorführt, in der die Dinge ineinander über und Lebewesen ineinander übergehen kann. Was der kurze Film in diesem Sinne aber natürlich auch zeigt, ist die Fähigkeit Hollywoods, alle Kulturen der Welt zu appropriieren und zu einem neuen globalen kulturellen Amalgam zu verdauen. Oder wie man es auch sagen könnte, was der Film illustriert, ist die globale kulturelle Anthropophagie von Hollywood.
Dem stellt sich in den 1960er Jahren in Brasilien zunächst das Cinema Novo entgegen. Das Cinema Novo ist gleichsam die brasilianische Nouvelle Vague. Wie alle neuen Wellen, die rund um die Welt zu Beginn der 1960er Jahre losbrachen, nahm das Cinema Novo auch die französische Nouvelle Vague als ihren Ausgangspunkt und verstand sich als modernistische Erneuerung des Kinos, das an die hohen literarischen Formen der brasilianischen Avantgarde auch anschloss, aber letztlich eben einen dezidierten Modernismus nach europäischen Maßstäben vertrat, wenn man so will. Man kann sich die neuen Wellen der 60er Jahre als eine Art globalen filmkulturellen Tsunami vorstellen, der von Paris, da breiten sich die Wellen dann aus und überall auf der Welt taucht irgendwann mal eine Nouvelle Vague auf. Und in Brasilien ist das eben das Cinema Novo. Macunaíma ist eben nun ein Schlüsselwerk und ein Höhepunkt des Cinema Novo. Immerhin eben der erfolgreichste Film der Bewegung. Zugleich aber, und deswegen haben wir ihn auch an den Anfang dieser Reihe gestellt, steht Macunaíma auch für einen Wendepunkt, für den Beginn von etwas Neuem, Anderem, für einen Durchbruch zu einem nicht mehr metropolitanen, sondern indigenen Modernismus, der nicht nur eine neue Revolte gegen die industrielle Anthropophagie Hollywoods anzettelt, sondern auch schon über den europäisierenden Modernismus des Cinema Novo hinaus reichte. 1967 präsentiert der Künstler Elio Ojisika erstmals eine Installation mit dem Titel Tropicalia, die er in seinen eigenen Worten als Aufschrei Brasiliens an die Welt verstand und die zumindest in Brasilien auch so verstanden wurde und eine starke Resonanz fand. Zunächst eine Resonanz unter anderem bei einer Gruppe junger Musiker um Caetano Veloso und Gilberto Gil, Tom C., Gal Costa aus Mutantes und andere gehören auch dazu, die eben diesen Titel der Installation von Elio Ojisika aufgriffen und zum Namen ihrer eigenen kulturellen Bewegung machten, der Tropicalia-Bewegung. Die Musiker der Tropicalia-Bewegung kaperten populäre Fernsehmusikprogramme und verwandelte sie in karnevaleske Spektakel. Man kann sich das als etwa so vorstellen wie 15 Jahre später die ersten Auftritte von Stars der neuen deutschen Welle bei Dieter Thomas Heck. Die Clips findet man ja auch auf YouTube und das ist teilweise wunderbar inkongruent. Nicht? Also Dieter Thomas Heck kündigt Feuille des Arts an und Feuille des Arts spielt dann einen Feuille des Arts Song, der überhaupt nicht in Dieter Thomas Hecks Programm reinpasst. Und was eben Caetano Veloso und Gilberto Gil und diese Leute mit dem brasilianischen Musikfernsehen der späten 60er Jahre, das eigentlich gedacht gewesen war als eine Art Tranquilizer fürs Volk, gemacht haben, ist was ganz Ähnliches. Sie haben das in ein super musikalisches Spektakel verwandelt. Und sie lösen damit in dem Wendejahr 1968, in dem die Militärdiktatur eben zu einer verschärften Repression überging, lösen damit eine gegenkulturelle Oppositionsbewegung aus, die von den Militärs immerhin bald so ernst genommen wurde, dass Veloso und Gil zeitweise ins Exil nach Europa gedrängt wurden. Joaquim Pedro de Andrade's Macunaíma markiert nun den Punkt, an dem das Kino von demselben karnevalesken Geist erfasst wird wie die Musik und kündigt zugleich schon den kulturellen Kannibalismus einer weiteren Kinobewegung an, die sich vom Cinema Novo dezidiert absetzt und die im Zentrum unseres weiteren Programms hier bei Lecture und Film stehen wird. Das Cinema Marginal der späten 1960er und frühen 1970er Jahre. Wenn man sagen kann, dass V.S. Naipaul mit seiner illusionslosen Beschreibung der Kinokultur in Trinidad in den 1950er und 1960er Jahren eine Ausgangssituation einer möglichen karibischen Revolution beschreibt, so kann man sagen, dass diese karibische Revolution im Kino mit Macunaíma und vollends mit dem Cinema Marginal Gestalt gewinnt, wo das Cinema Novo noch ein Ausläufer der europäischen neuen Wellen mit Epizentrum Paris war, versteht sich das Cinema Marginal als buchstäblich kannibalistische Verwindung des kulturellen Mülls, den Hollywood hinterlassen hat. Im Cinema Marginal sind es nicht die europäischen modernistischen Vorbilder, die den Ausgangspunkt bilden. Es ist das ethnologische Wissen Brasiliens und es sind die Genres des Hollywood-Kinos, der Horrorfilm, das Melodrama,
die in den Filmen des Cinema Marginal, wie Sie das sehen werden in den folgenden Wochen, eine Verbindung mit der Ästhetik und den Leitprinzipien der brasilianischen Avantgarde eingehen. Eine Verbindung, von der wir überzeugt sind, und im Übrigen wurde in den Einleitungen viel zu oft nur mein Name genannt. Tropical Underground ist ein Gruppenprojekt. Mark Siegel hat ganz wesentlich mitkuratiert und natürlich Paulo Macedo Weiss. Ein Kino, von dem wir überzeugt sind, dass es sich lohnt, ihm neu auf die Spur zu kommen. Tropicalia, wie eben Elio Oichisika sagte, war der Aufschrei Brasiliens an die Welt. Oder, wie Oswald de Andrade sagte, die karibische Revolution ist die Summe aller Revolutionen. Und in diesem Sinne kann man sagen, die karibische Revolution ist eine Weltrevolution. Wir wollen in den nächsten 2 Semestern oder 10 Monaten mit Ihnen gemeinsam diesen Aufstand erproben. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Joaquim Pedro de Andrade Macunaíma. Und wenn Sie Lust haben, können wir dann auch noch darüber diskutieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Ich versuche vielleicht ganz konkret über unsere Erfahrung hier heute im Film anzufangen, weil, ja, wie schon vorher angekündigt war, war nicht die neueste Kopie, aber ich habe gedacht, es war doch schon interessant, so in den, aber ich wollte auch von Herr Hediger vielleicht hören, wie er das empfunden hat, in diesem Zusammenhang jetzt den Film nochmal zu sehen. Das war mein erstes Mal, dass ich den Film im Kino gesehen habe, weil ich habe das vorher nur in einer VHS-Kopie im Fernsehen in der Uni gesehen. Und das war schon eine Erfahrung, das im Kino gesehen zu haben. Deswegen, ja, vielleicht fangen wir ganz konkret von dem Film und dann können wir zu den verschiedenen Themen erweitern. Ja, es lohnt sich immer, den Film im Kino anzuschauen und auch eine leicht ledierte Kopie anzuschauen wie die jetzt. Dafür gibt es natürlich nach wie vor kein Substitut, das würde ich schon sagen. Wenn wir jetzt ganz technisch werden wollen, was Überlieferung und Kopien angeht, dann ist ja immer die große Sorge, ob die Farbbalance wegkippt, nicht? Ob es einen Rotstich kriegt. Und die Kopie war nicht rotstichig, das muss man sagen. Also es gibt ja eine Farbpalette, mit der Film arbeitet. Und die war auf jeden Fall noch zu erkennen. Also es ist ein bisschen so, wie wenn man ein altes Fresko sich anschaut und dann zu rekonstruieren versucht, wie das ursprünglich mal war, aber es war schon nahe genug dran, auf jeden Fall, klar. Ja. Ja. Ich muss vielleicht noch kurz etwas nachtragen zu den Dingen, die ich einleitend gesagt hatte. Ich habe diese Rede von der karibischen Revolution in den einleitenden Ausführungen sehr stark auf das Problem der künstlerischen Gestaltung bezogen. Und jemand hat mich in der Pause zu Recht darauf hingewiesen, dass es natürlich noch ein historisches Ereignis gibt, das damit gemeint ist und auf das Oswald de Andrade auch Bezug nimmt, nämlich die eigentliche erfolgreiche karibische Revolution, nämlich den haitianischen Sklavenaufstand, also den Sklavenaufstand von San Domingo, der ja ausgebrochen ist, nachdem die Kunde von der französischen Revolution die Karibik erreicht hatte. Und Saint-Domingue, der französische Teil von Santo Domingo, war eine Plantagenwirtschaft, in der 90% der Bevölkerung natürlich afrikanische Sklaven waren und eine sehr kleine Oberschicht von freigelassenen Sklaven und Weißen haben diesen Betrieb aufrechterhalten. Und Saint-Domingue, der französische Teil, ist der einzige Ort und auch überhaupt in der Geschichte, wo es einen Sklavenaufstand gab, der erfolgreich war. Und daraus ist das moderne Land Haiti entstanden, also mit Toussaint Louverture als Leiter. Und das war schon ein Ereignis, das auch die Europäer ziemlich durcheinander gebracht hat. Und das historisch gesehen fatale Konsequenzen hatte, weil
Napoleon, der in dieser Hinsicht einen ganz üblen Track Record hat, wie man auf Englisch so schön sagt, mit allen Mitteln versucht hat, diesen Sklavenaufstand niederzuschlagen, auch um die Integrität des Imperiums zu wahren, und dabei militärisch eine schwere Niederlage erlitten hat, die ihn gezwungen hat, den Teil Nordamerikas, den die Franzosen damals kontrollierten, den Vereinigten Staaten zu verkaufen. Das ist die berühmte Louisiana Purchase. Und die Louisiana Purchase hat zur Gründung, also zur Besiedlung von Louisiana und den heutigen Bundesstaaten westlich des Mississippi geführt, zu denen auch Arkansas gehört unter anderem. Und in diesem Gebiet wurde dann nach dem Louisiana Purchase die eigentlich, also die übelste Form der industrialisierten Sklaverei in den USA eingerichtet. Also wenn man so will, ist das paradoxe Resultat des der erfolgreichen karibischen Revolution die Industrialisierung der Sklaverei im amerikanischen Süden. Und die Geschichte hat einen Bösewicht, und das ist Napoleon. Das bleibt aber natürlich ein Referenzpunkt. Es gibt diese eine Revolution, und das ist auch natürlich gemeint mit der Anspielung auf die Dürre Menschenrechtserklärung. Ohne die karibische Revolution hätte diese Menschenrechtserklärung eigentlich gar keinen Inhalt. Erst die karibische Revolution, erst Haiti, gibt ihr ihre Substanz in dem Sinne, dass diejenigen, die wirklich unterdrückt waren oder die dann eben auch ausgeschlossen blieben, ihr Recht eingefordert haben und damit diese Revolte für alle Menschen, das sagt Oswald de Andrade, eingeläutet hatte. Und das bleibt eine starke politische Idee, und sie bleibt natürlich ein starker Referenzpunkt eben auch in Brasilien, wo die Rassenverhältnisse eben, Rassenverhältnisse muss man ja immer in Anführungszeichen setzen, durchaus anders sind als zum Beispiel in den USA. Das wollte ich nur kurz ergänzen. Ja, ja, nee, das ist schon, weil das bringt auch wieder zu diesem Punkt, also die ganze Zusammenhänge historisch, also in Brasilien und die Verbindung zu Nordamerika und zu Europa, und ich glaube, das können wir auch wieder zur Anthropophagie, und was ich sehr interessant fand, also nach dem Vortrag zu hören und dann im Film nochmal zu sehen, wie die Menschenfresser, das im Titel des Vortrags war, im Film natürlich dann sowohl direkt, sagt man so, ein Teil der Geschichte ist, aber auch diese kulturelle und da wiederum diese Verbindung, da, wie das in Brasilien sich entwickelt, mit den ganzen Geschichten und Elemente der brasilianischen Kultur, aber auch von ja, diese Nordamerika oder Europa Elemente, die dann da auch neu interpretiert, weil also heute hab ich viel mehr aufmerksam auf dieses T-Shirt, den er trägt, dieses gelbe T-Shirt mit diesem riesigen Alligator oder so. Das fand also eine kleine, und das wiederum finde ich ganz interessant, wie Joaquim Pedro de Andrade in dem Film das alles visuell macht, weil natürlich sind viele Sachen in dem Film kommen vom Buch und sind, finde ich, so großartig, viele Elemente, aber dann dieser ganze eben in Schimpfwelle weiter dem Buch zu lesen, das ist gut. Also ich bin gespannt auf die deutsche Übersetzung. Ich finde es sehr schwierig zu übersetzen, die Geschichte. Und auch in dem Film gab es viele Stellen, wo man das so schwer übersetzen kann. Aber das zu sagen, dass natürlich ist Film ein Inhalt vom Buch schon, aber wie in dem Film das alles visuell eine andere Ebene überarbeitet werden. Und das ist auch bemerkenswert, mit diesen kleinen Details vielleicht auch. Ja, genau. Also die Kostümierung ist wichtig. Diese ganzen Objekte auch, wie zum Beispiel mit Gemälden gearbeitet wird. Also die eine Szene, wo er dann so nachts in den Palast von dem Riesen Wenceslaus Pietro schleicht und dieses merkwürdige Porträt einer nackten Frau vor sich her trägt. Nicht? Also diese Geste, das Bild der nackten Frau
in der europäischen Tradition der Altmalerei als Tarnung, als Schutzschild. Das sind eben genau diese Einfälle und Spielereien, die ziemlich interessant sind. Was man schon noch mitkriegt, ist, also es gibt, wenn Sie sich Zeit nehmen sollten, den Roman zu lesen, falls Sie es nicht ohnehin schon getan haben, werden Sie eben sehen, dass diese ganze anthropologische und kosmologische Dimension im Roman eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt und es eben auch um die die Rückgewinnung dieses magischen Steins geht und die Übertragung von Riesenkräften und all sowas. Und das ist ja hier angespielt, aber nicht so ganz ausgespielt. Was aber stattdessen sehr stark zum Tragen kommt, ist eben, sind die zeitpolitischen Bezüge, also die Stadt-Guerilla-Geschichte und also was. Und was mich dann jetzt beim Wiederschauen auch sehr stark beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie, also die Bricolage-Elemente, die wie mit relativ wenig sehr viel rausgeholt wird. Also eine für mich einfach filmisch eine der stärksten Szenen ist die Szene mit der Stadt-Guerilla-Frau in der Parkgarage. Diese ganze die Liftgeschichten, nicht? Das ist so einfach und so effizient, wie da die Ebenen ineinander verschoben werden, was das für eine auch surrealistische Wirkung hat und was die da alles an Drama rausholen, einfach indem sie ein paar Leute und eine Kamera auf dem Aufzug rauf und runterfahren lassen, das ist schon ziemlich beeindruckend. Vielleicht gibt es Fragen. Oder Kommentare. Ja, genau. Wir haben Widerreden hier auch, oder Proteste. Ja, bitte. Nee, bitte das Mikro nehmen, weil wir haben den Mitschnitt. Wir zeichnen noch auf. Also ich habe das Buch nicht gelesen und das war alles neu für mich. Deshalb wollte ich fragen, mit der Stadt-Guerilla, war das auch etwas aus den 20er Jahren oder wurde das dann erst in der Verfilmung, quasi dann in den 60er Jahren, als so aktueller Zeitbezug mit integriert? Das ist in dieser Form ein aktueller Zeitbezug, aber diese ganzen Reflexionen über die Technik und die Menschen und die Maschinen, das kommt im Buch sehr ausführlich ausgearbeitet vor. Ich kann auch sagen, da wird eine ganze Technikphilosophie entwickelt. Darüber, wie Makunaima kommt in die Stadt und er hat sich eben eigentlich angepasst, beziehungsweise ist weiß geworden. Findet sich in der Stadt auch zurecht, aber zugleich ist das alles ein großes Mysterium. Und das ist ein Trick des Perspektivenwechsels, der teilweise in der reflexiven ethnologischen Literatur und im ethnologischen Film dann in den 50er und 60er Jahren wieder vorkommt. Also dass man eben den Wilden auf die Stadt blicken lässt und ihn mit dem selben kosmologischen Staunen unsere vermeintlich vertraute Welt anschauen lässt, mit dem die Ethnologen, wenn sie im Felde sind, die Kultur anschauen, die sie untersuchen. Und es gibt von Jean Rouch, dem französischen Ethnologen und Filmemacher, einen Film mit dem Titel Petit à Petit, in dem er einen seiner Freunde aus Niger, mit denen er seine Filme im Feld immer gedreht hat, in Paris als Ethnologen durch die Stadt ziehen lässt. Ausgerüstet mit den Untersuchungsinstrumenten des europäischen Ethnologen. Also der macht dann so Schädelmessungen und so ein Zeug. Nicht? Und geht zu den Leuten im Café hin und sagt, darf ich mal ihren Schädel messen? Und macht so Notizen und sagt, ja, die Leute, die wirken etwas verdrossen, aber relativ gut genährt. Die Kleider sind nicht kaputt, aber furchtbar langweilig und so. Und das ist genau diese
diese Umkehrung, die auch eine, wenn man so will, die Anfangsoperation des Perspektivismus im Sinne von Rivers de Castro ist, nicht? Wo es eben darum geht, nicht eine hegemoniale Beobachterposition zu haben, die des westlichen Wissenschaftlers, der alles andere nach seinem Maßstab bemisst, sondern diese Wissensordnungen umkehrt und genau in dieser Umkehrung durchsichtig, in gewisser Weise lächerlich macht, aber auch zugleich rätselhaft und damit neu denkbar. Und das ist im Roman ein sehr starkes Thema, im Moment, in dem die Geschichte dann in Sao Paulo stattfindet. Und daran schließt der Film teilweise an. Es gibt diese eine sehr schöne Einstellung, ja, wo er auf der Brücke steht und auf den Straßenverkehr schaut und links und rechts schaut. Und der Erzähler auf der Tonspur sagt, er hat eine ganze Woche nicht gegessen und nicht gespielt. Gespielt ist die Formulierung für Sex im Buch und im Film eigentlich auch. Hat aber dann darüber nachgedacht, was das eigentlich ist mit diesen Menschen und diesen Maschinen und wie sich das verhält. Und darauf aufbauend macht dann Joaquin Pedro de Andrade hier einen politischen Kommentar, der natürlich auch so gelesen wurde. Also der verklausuliert ist, wenn man so will, aber dann auch wieder sehr deutlich. Vielleicht dann noch eine Frage dazu. Wurde der Film dann 1969 auch im Kino gezeigt in Brasilien? Ja, klar. Okay, also es gab der wurde schon auch kontrovers aufgenommen. Eine bestimmte leicht betuliche Kritik hat sich über die Anzüglichkeiten und Zotreihen sehr geärgert. Damit hat der Film seinen Zweck erfüllt. Denn das ist natürlich eine durchaus im bachtinschen Sinne karnevaleske Geschichte, die da erzählt wird. Ne? Das ist schlechter Geschmack und zwar bewusst und gewollt und gezielt. Und es gab schon auch Einsätze, ihn an gewissen Orten zurückzuziehen, aber der Film lief im Kino und er war sehr erfolgreich. Also der war kommerziell erfolgreich für einen Cinema Novo-Film. Cinema Marginal-Filme waren teilweise noch erfolgreicher, weil sie sehr klar auf ein kommerzielles Publikum abzielten. Andrea Tonacci zum Beispiel, den wir im Sommer zeigen werden. Das hat schon auch als kommerzielles Kino funktioniert, aber der Film lief in Brasilien und hat eine erhebliche Resonanz gehabt. Ja. Weitere Fragen, Kommentare, Anregungen? Ich wollte noch fragen, Sie haben gerade Off-Voice erwähnt und ich finde es auch interessant, wie das im Film benutzt wird, weil es ist schwierig, wie gesagt, so einen Film von einem Buch zu trennen, so das ist vielleicht eine fast leichte Mechanismus, die Geschichte, eine Erzählung von einem Buch in einen Film zu übertragen, aber ich finde es auch, dass es auch interessant, wie das benutzt wird im Film, auch wenn dieser sehr vielleicht so seriöse Erzähler was sagt und wir sehen einfach was anderes, also was eigentlich der Film dann beiträgt zu den wieder zu dem Punkt zwischen Film und Buch zu kommen, mich zu wiederholen. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben Sie andere Sachen da beobachtet in dieser Benutzung von diesem Mechanismus im Film? Ja, das Voice-Over ist ja normalerweise eine Erzählinstanz mit Autorität, nicht? Die über den gesamten Kosmos des Films oder der Geschichte verfügt und da eine Perspektive und eine Ordnung reinbringt. Und mit diesem Anspruch tritt dieser namenlose, allwissende Erzähler im Buch und hier im Film vom Tonfall her durchaus auch auf. Nicht? Es gibt diese insistente Formulierung, unser Held, Aussprache schlecht, Nostro Eroe. Nosso Herói, Herói da nossa gente. Und da geht es natürlich schon eben darum, immer wieder zu beschwören, dass das eine
starke und große Figur ist, und gleichzeitig ist das natürlich ironisch, weil er ist ein Lump und, und ein Charakterschwacher. Und das heißt, die ganze Diktion dieser Erzählerstimme wird eigentlich auch im Buch laufend unterwandert. Das gehört genau auch zu der erzählerischen Strategie von des Romans wie des Films, genauso wie die Figur, die Kohärenzvorstellung des realistischen Romans oder des realistischen Kinos, die man ja hat. Also man erwartet, dass eine Figur konsistent ist und man erwartet, dass sie Eigenschaften hat, die konstant bleiben und die dann eben zum Tragen kommen, wenn es darum geht, bestimmte Probleme zu lösen oder die Geschichte voranzutreiben. Das ist alles nicht da. Und die Erzählinstanz wird in diesen Strudel reingerissen oder schiebt ihn an und wird auch Teil davon. Und das Interessante ist ja, da gibt es beim Schauen habe ich es dann auf die Chronologie des Kinos im Folgenden noch ein bisschen bezogen. Die Figur von Wenceslao Pietro Pietra, so wie er hier gespielt wird, tritt ja ein bisschen auf wie Don Vito Corleone 3 Jahre später im Godfather. Und ich habe dann gesagt, hat der Marlon Brando diesen Film gesehen? Das ist nicht auszuschließen, aber das Maulstopfen mit Wattebäuschen, nicht? Das war ja die schauspielerische Leistung von Marlon Brando im Godfather, dass er sich die Backen mit Watte vollgestopft hat. diesen Tonfall gemacht. Das ist genau diese Proximik des Gesichts, nicht? Und Buñuel hat 1976 diesen Film gedreht, den viele von Ihnen kennen werden, Cet obscur objet du désir, wo er eine Frauenrolle doppelt besetzt, also von Angela Molina, die Leidenschaftliche spielen lässt, und von Carole Bouquet, die kühl Abweisende. Und das ist dann aber eben eine Frauenfigur, und wenn man so will, ist das eines der ältesten. Man ist versucht, sofort zu sagen, auch misogynen Klischees der europäischen Kunst, dass eben die Frauen inkonstant sind und das Gesicht wechseln und so weiter. Und was wir hier haben, im Roman, aber auch im Film, ist fast 10 Jahre früher etwas viel radikaleres, nämlich eben eine Figur, die systematisch so aufgebaut wird, dass sie gewissermaßen ein rotierendes Eigenschaftsbündel ist, also eben nicht konstant ist und man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Figur irgendwie kohärent agiert, sondern eben, es ist eine laufende morphologische Anpassung, wie in diesem lustigen Disney-Film. Also einfach mit viel gravierenderen Konsequenzen und moralischen und politischen Implikationen, würde ich sagen. Ja. So, kommt von das Publikum noch einen Kommentar, Fragen? Noch eine Chance. Sonst reden wir hier weiter. Ah, hier, vorne. Ich wollte fragen bezüglich der Figur eben als einer wandelbaren Figur. Es bleiben noch ganz starke Sachen konstant. Also diese Triebhaftigkeit und das Verfressen, also es einfach Verfressen, das ist ja so eine starke Konstante, die egal wie er aussieht, was er tut, irgendwie ihn konstituiert. Es gibt irgendeinen Kern der Figur, der da bleibt. Mhm. Ja. Ach, diese Faulheit. Das ist gewissermaßen sein Motto. Oder man kann es auch so sagen, das einzig Zuverlässige an ihm ist seine Unzuverlässigkeit. Und genau diese Art von situativer Triebhaftigkeit
Und von daher, also das ist ein auch ein klassisches Motiv der Literatur, die Gargantua-Figur, der Allesfresser, der einfach nur Dinge einverleibend durch die Welt geht. Aber eben das, wenn man das als Gegenstück, soll das nicht zu sehr pauschalisieren, aber eine bestimmte Auffassung von realistischer Literatur geht, nimmt bei, in der es um die bürgerliche Welt und ihre Paradoxien und Abgründe geht, dann und man da eben, also wo die Leidenschaften dann schon so organisiert sind, dass die Leute in zuverlässiger Weise nicht nur triebhaft handeln, kann man schon sagen, dass das ein Gegenentwurf ist, mit dem wir es hier zu tun haben. Also das funktioniert jetzt nicht so wie ein Jane Austen-Roman, wo es auch immer um Geld und Sexualität geht, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, bitte. Erinnert hat sehr stark an italienische Figuren in der Commedia dell'arte, der Arlecchino, der frisst und eben so diese negative Figur auch darstellt. Und da wäre es auch vielleicht interessant zu denken, Maske, Persona und wie das auch in diesem Film ins Extreme gezogen wird. Also die in der deutschen Tradition könnte man es, oder der Theatertradition könnte man es an Klopstock und den Folgen festmachen. Nicht? Also die Klopstock-Regelpoetik zielt darauf ab, genau diese Art von Inkohärenz aus dem Theater auszutreiben und eben dafür zu sorgen, dass ein Bösewicht dann auch böse ist und ein positiver Protagonist positiv, und dass man was lernen kann aus dem Stück und dass es eine Moral hat. Nicht? Und das geht natürlich nicht, wenn jemand bald oder situativ gut oder böse ist. Einer der wenigen kanonischen Texte, sagen wir mal nach 1750 in der europäischen Tradition, der davon noch Spuren trägt, ist die Zauberflöte von Mozart, nicht? Die auf einem Libretto basiert, wo diese Kohärenzregeln noch nicht gegeben sind. Also wo die Figuren eben situativ auch ihre moralische Wertigkeit ändern. Im Interesse, sagen wir mal, des dramaturgischen Effekts. Und was vor diesem Hintergrund einen Film wie diesen dann eben interessant macht, ist diese durchaus gezielte, das Zurückgehen, das eben Zurückgehen auf eine vorbürgerliche Moral, wenn man so will, oder Dramaturgie, oder ein vorbürgerliches Verhältnis von Dramaturgie und Moral. Ich wollte nur kurz daran anschließend fragen, inwieweit dieser Karnevalesque so eine Rolle in dieser Idee von Caribbean Revolution spielt. Also inwieweit so in diesem, also wie kulturell gesehen in diesen Jahren in Brasilien so diese Karnevalesque auch eine Rolle in der Kontrarevolution der Zeit eine Rolle spielt. Jetzt sind Zeit für das Buch dann, oder Ende der 60er Jahre, glaube ich, meinst du? Ja. Also ich habe es bei den einleitenden Anmerkungen ein bisschen anzureißen versucht mit diesem Verweis auf Caetano Veloso, Gilberto Gil und die Tropicalia-Bewegung. Und Christopher Dunn, der kurz vor Weihnachten, 21. Dezember hier sprechen wird, hat ein großartiges Buch geschrieben über Tropicalia und jetzt gerade wieder eins über die brasilianische Gegenkultur. Und etwas, was der eben gemacht hat, was vor ihm so richtig ausführlich niemand gemacht hat, ist hingegangen und sich diese ganzen Fernsehshows angeschaut, mit denen
die 1968 also vom Club Künstlern, die aus also Caetano Veloso und Gilberto Gil, die aus Salvador de Bahia nach Rio de Janeiro gekommen waren und da in kleinen Clubs gespielt haben, wie die dann zu Superstars wurden. Und das geschah über diese Fernsehmusikshows, die es in den 60er Jahren plötzlich überall auf der Welt gab, also Top of the Pops in England und wie ist das eben in Deutschland, war es dann irgendwann Dieter Thomas Heck oder so, Fernseh-Hitparade. Und die haben diese Formate buchstäblich gekapert und daraus eben Showformate gemacht, für die der Begriff Karnevaleska eigentlich ganz, ganz gut passt. Also da gehörten Kostümierungen dazu, merkwürdige Theaterinszenierungen, die mit den Songpräsentationen einhergingen, kleine Singspiele und all sowas. Und wenn man eben die Geschichte der Tropicalia-Bewegung in der Musik nur den Schallplatten entlang anschaut und den Texten, kriegt man das so richtig gar nicht mit, wie das eigentlich ging. Nicht? Also wie das populäre Fernsehen, das populäre Medium des Fernsehens gekapert haben. Das war auch schon im Übrigen ein Tabubruch und eine Subversion kulturelle Hierarchien. In diesen Shows werden bestimmte Bossa Nova-Leute oder Jazzmusiker nicht aufgetreten, weil es zu vulgär war. Also es war eben unweis eben, also das ist auch die Zeit, wo Globo TV anfängt in Brasilien, ein privater Sender, der sehr stark von der Militärdiktatur auch gefördert wurde, damit die Leute fernschauten und keine Zeitung lasen oder Bücher oder irgendwelche Demos oder sowas organisieren. Und da sind die reingegangen. Also anstatt irgendwie zu sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben, sind die da reingegangen und haben sich gefragt, wie kriegen wir diese populären Formate so hingedreht, dass wir das machen können, was wir eigentlich machen wollen. Was eine, also eigentlich im Ansatz und bis heute durchaus politische Auffassung von populärer Kultur ist. Und ein Schlüssel dazu, also der Karneval, darüber kannst du uns mehr erzählen und jede Brasilianerin und jeder Brasilianer, ist ja nun nicht ein trivialer Teil der brasilianischen Kultur. Und also dieses Formenrepertoire aufzugreifen, sich anzueignen und eben umzubauen, war eine der ästhetischen Strategien der Tropicalia-Bewegung. Und insofern passt das in diesen Zusammenhang sehr gut rein. Die Chronologie ist signifikant, nicht? Also der Höhepunkt dieser des Tropicalismo und der Verwendung des Fernsehens für diese Zwecke ist 1968. Und das heißt, der Film bezieht sich eigentlich auf ein Register, das zu diesem Zeitpunkt in dieser Form sehr gut etabliert ist. Das ist, wenn man so will, auch eine Fortsetzung des Fernsehens mit anderen Mitteln, wenn man so will. Oder dieser Art von subversiven Mainstream-Spektakel. Ja. Ist das eine halbwegs? Ja. Ja. Okay, gut. Ja. Dann können wir jetzt alle nach Hause und ins Bett gehen. Ja, dann ich bedanke mich sehr bei Vincent Zedige. Großer Applaus bitte. Und auch danke an alle, die bis zu Ende geblieben sind. Und ich leite natürlich alle zur nächsten Veranstaltung von dieser Reihe. Das wird dann am 2. November mit O Segredo da Mumia, The Secret of the Mummy. Denn wir zeigen mit einem Vortrag von Stefan Solomon, der aus England kommt zu uns, um darüber zu sprechen. Und da fangen wir wirklich an mit Cinema Marginal, glaube ich. Ja, genau. Also in einer ganz anderen Weise als heute, aber ich empfehle sehr, auch zu kommen, weil das bleibt spannend in dieser Reihe. Also den Film sollten Sie sehen, weil das Bild, das auf dem Plakat drauf ist und auf dem Flyer, das stammt vom Dreh dieses Films. Also es ist ein Foto, was Viveiro de Castro gemacht hat, von der Mumie, die den Regisseur filmt. Und
um zu verstehen, wie dieses Bild gemeint ist, müssen Sie am 2. November wiederkommen. Genau. Und ich mache noch weiter eine kleine Werbung, dass wir ab dem 3. November hier im Kino des Deutschen Filmmuseums auch das Festival Dies de Cine haben. Vom 3. bis 5. November haben wir sehr aktuelle Filme aus ganz Lateinamerika. Auch aus Brasilien werden wir den Film Aquarius zeigen am 3. November um 22 Uhr. Ich empfehle schon, Reservierungen an der Kasse zu machen, weil es wird wahrscheinlich auch voll. Und das ganze Programm von Festival finden Sie schon im Internet. Unsere Webseite oder Webseite vom Festival dies-de-cine.de. Und ja, vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.